Guten Morgen, ihr Lieben. Hier ist Julia von Weil du schön bist. Ich bin im Moment zwar ein wenig angeschlagen, aber weil heute ein ganz besonderer Tag für mich ist und ich möchte diesen Stein doch auch gerne noch hier zustellen, weil heute ein ganz besonderer Tag für mich ist, wollte ich gerne mit einer ganz speziellen Kartenlegung heute rausgehen, an euch oder für euch. Und zwar heute ist der, ja, ihr wisst es in Deutschland, heute ist Tag der Deutschen Einheit, der 3. Oktober. Aber für mich ist es nicht nur Tag der Deutschen Einheit, sondern es ist auch der Tag, an dem ich das Land verlassen habe. Heute vor 3 Jahren bin ich tatsächlich ausgewandert mit 2 Koffern nach England, nach Glastonbury. Und das war natürlich ein unfassbar intensiver Tag für mich. Ich bin am Abend angekommen. Das war kurz vor Vollmond auch. Ich glaube, einen Abend vor Vollmond. Und deswegen ist heute ein ganz besonderer Tag für mich, den ich hier einmal gerne mit euch teilen möchte. Und ich dachte mir, dass wir in eine Kartenlegung gehen. Ihr seht es natürlich dann immer schon auch am Namen. Was hält dich quasi von deinem höchsten Potenzial ab? Und was sind die Blockaden? Die haben wir hier unten liegen. Was unterstützt eben diese Blockaden zu ja, aufzulösen? Wir haben Botschaften der Engel hier. Und denn für mich war es tatsächlich so, dass als ich hierher gekommen bin, hatte ich da natürlich meine Gründe für und es war sehr intuitiv auch, dass mir irgendetwas in mir oder irgendetwas in mir sagte mir, hey, da musst du jetzt hin für deine Heilwerdungsreise. Und ja, ich habe das dann quasi einfach gemacht und habe mich da nicht von abbringen lassen, auch wenn mein Denker hin und wieder gesagt hat, Julia, was machst du hier eigentlich? Bist du jetzt wirklich dabei, dein Leben zu zerstören oder geht hier wirklich ein neues Leben los und was wird jetzt passieren? Und weil ich mir aber in meinem Herzen so sicher war, dass es das Richtige zu tun ist, habe ich dann diesen Denker so ein bisschen zur Seite geschoben und gesagt, nee, du kommst mir nicht rein. Und ich werde damit umgehen, wenn es an der Zeit ist. Und wenn ich nach 3 Wochen England auf dem Tor hier sitze, das ist dieser Hügel, und denke, scheiße, ich will wieder zurück nach Deutschland, dann werde ich meine Koffer einfach wieder packen und zurück nach Deutschland gehen. Denn ich kann mich jederzeit für einen anderen Weg entscheiden. Und mit dieser Option immer im Hintergrund, hey, ich darf mich umentscheiden. Ich darf einen anderen Weg wieder einschlagen. Bin ich meinem Herzen gefolgt? Und dadurch natürlich auch ein bisschen weiter zu einem Stück, wo ich sage, oder zu einem Teil meines Lebens, wo ich mehr anfange, mein volles Potenzial zu leben. Und jetzt wollen wir einmal schauen, ich habe ja eine Tarotkarte gezogen für dich. Und da haben wir die 6 der Kelche. Und die 6 der Kelche, das ist die Karte, die dir quasi dein Potenzial zeigt. Und mit dieser Karte sehe ich, dass da irgendwas ist, was vielleicht aus der Vergangenheit ist, wo du vielleicht einen Wunsch hast, einen Traum hast, den du schon früher hattest. Und diesen Wunsch, den du früher bereits hattest, der war nicht einfach nur in deinem System oder in deinem Energiefeld, weil es ein Hirngespinst war. Das war in deinem Energiefeld, in deinem Denken, in deinem Sein, weil es ein Potenzial ist, das du durchaus leben kannst. Also wir sehen hier an der Stelle, was ist dein Potenzial? Haben wir hier etwas aus der Vergangenheit? Das kann nun, ich empfinde diese Legung hier tatsächlich eher als Seelenaufgabe, Seelenmission. Aber für manche Menschen ist auch eben eine Beziehung, eine Partnerschaft Teil der Seelenaufgabe, wo es dann vielleicht darum geht, eine Familie zu gründen. Das ist ja auch eine Seelenaufgabe, ne? Potenzial Mutter zu werden, Vater zu werden. Das heißt, mit den 6 der Kelchen haben wir theoretisch auch eine Seelenpartnerkarte hier, eine Karte, wo man eine Seelenverbindung hat, vielleicht sogar über mehrere Leben hinaus. Das heißt, das haben wir hier theoretisch auch. Ich habe aber auch das Gefühl, hier geht es um etwas, das dir eigentlich bewusst ist, das du vielleicht verdrängt hast, weil du vielleicht gewisse Ängste hattest und dachtest, ja, ist ja alles schön, ist ja nur Wunschdenken, das ist ja gar nicht möglich. Ja, nee, ich habe andere Verpflichtungen. Wenn es irgendetwas gibt,
wo du im Herzen eigentlich spürst, danach sehnst du dich, dann wisse, dass dies ein Potenzial ist und mit dem Gefühl der Sehnsucht durchaus auch die Stimme deiner Seele. Jetzt schauen wir uns mal hier die ganz spannende Reihe hier unten an. Das ist nämlich, was blockiert denn dich? Was blockiert dich und dein volles Potenzial? In welcher Situation auch immer. Ob es jetzt auf das Leben in einer gewissen Beziehung zugeht. Und das finde ich spannend. Schau mal, da haben wir nämlich schon den Ring. Ring sind Partnerschaften, Verträge. Da hat man ja zu etwas gesagt. Das ist ein Versprechen. Also vielleicht hast du mal, und ich gehe die Karten mal einzeln als erstes durch, vielleicht hast du irgendwann mal ein Versprechen gegeben, wo du das Gefühl hast, da muss ich jetzt bei bleiben. Ich bin hier irgendwie gebunden an etwas. Das könnte eine Sache sein, ne? Wo du das Gefühl hast, ja, das spielt hier keine Rolle mehr, was ich mal wollte, weil ich habe ja mal irgendwann ja zu etwas gesagt. Und wen haben wir denn hier? Schau mal. Also es kann sein, dass dich eine Partnerschaft blockiert, ne? Ganz klassische Situation hier. Partnerschaft und der Mann. Der Mann kann jetzt, das könnte es theoretisch du sein, das kann jemand anders sein. Ich sehe das gerade in diesen Kartenlegungen, wenn da eine Person kommt, dann ist es eine Hauptperson. Also kann das entweder sein, dass du in einer Partnerschaft bist, die dich eigentlich eher blockiert. Oder in einer Verbindung bist, die dich gerade blockiert, muss sich nicht manifestiert haben als Partnerschaft. Es könnte theoretisch hiermit auch um deine männlichen Anteile gehen, ne? Dass wir da etwas haben, wo es quasi um die inneren männlichen Anteile geht, die dich vielleicht auch ein bisschen blockieren. Und die männlichen Anteile sind ja genau die, wenn wir uns mal überlegen, linke, rechte Gehirnhälfte, ne? Die männliche Gehirnhälfte ist rational, der rationale Verstand. Ja, nee, das geht nicht. Das sind Hirngespinste. Da habe ich nur, ach, das sind Flausen. Die weibliche Hälfte, das ist die Intuition. Und das ist da, wo man quasi eher mit dem Herzen und der Intuition verbunden ist. Dann haben wir hier die Mäuse, dann nagt also etwas an dir. Und ja, gerade in dieser Kombination möchte ich nochmal wiederholen, es kann hier tatsächlich sein, dass irgendeine Art der Verbindung mit einer anderen Person hier dir auch die Kraft raubt, deine Energie raubt, sodass du dann auch hier eben gar nicht mehr wirklich Zugriff auf dein vollstes Potenzial hast. Und dein vollstes Potenzial, wie gesagt, ist irgendwas, was dir in der Vergangenheit schon mal bewusst war. Vielleicht hattest du auch mal eine Vision von dir. Das kann ja sein, dass du sagst, hey, oh, als ich Kind war, wollte ich immer das und dies und jenes werden. Oder vielleicht gar nicht, als du Kind warst, weißt du, vielleicht hast du gerade vor ein paar Jahren oder vor wenigen Monaten, dass du gedacht hast, boah, irgendwas hat sich verändert. Ich möchte eigentlich jetzt in eine ganz andere Richtung gehen. Na, ich möchte vielleicht in das Thema Coaching gehen und Leuten helfen. Aber im Moment die Partnerschaft hier, wo definitiv auch Sorgen sind in dieser Partnerschaft, die raubt mir die Kraft, sodass ich gerade gar nicht die Energie habe dafür, um hier weiterzugehen und irgendwie mich um andere Dinge zu kümmern. Ne? Weil es sein kann, dass hier diese Geschichte hier dir einfach viel Kraft raubt. Dann schauen wir mal, was dir helfen würde oder was eben hier helfen würde, um diese Blockade aufzulösen. Da haben wir erstmal Kreativität. Also Kreativität und Schönheit kann mit den Blumen eine Sache sein. Das heißt, vielleicht, ne, das Thema Malen, vielleicht wolltest du immer Maler werden. So, fang einfach an, kreativ zu sein. Fang vielleicht an, kreativ zu denken. Ne? Auf der anderen Seite ist das eine Karte für Anerkennung und Wertschätzung. Vielleicht ist das etwas, was hier in der Partnerschaft fehlt, weshalb es immer wieder zu Konflikten kommt. Guck mal, und er hält hier auch eine Blume. Er hält zwar eine Rose, hier haben wir Tulpen. Aber vielleicht ist das etwas ein Thema, was in diese Partnerschaft integriert werden darf von beiden Seiten. Vielleicht kriegst du zu wenig Anerkennung, vielleicht er, vielleicht ihr beide. Das heißt, da hätten wir einmal ein Thema. Dann haben wir die Störche, positive Veränderungen, ne? Da kann es auch sein, dass hier Anerkennung und Wertschätzung eine positive Veränderung bringt in diese Situation. Ist ganz spannend. Ich wollte wirklich, Leute, ich wollte keine Partnerschaftslegung hier machen. Aber
Das ist hier gekommen. Deswegen denke ich mal, dass es für manche von euch Sinn machen wird. Das kann auch die Verbindung sein zu einem Vater, ne? Also das durchaus auch. Vielleicht ist hier noch eine Beziehung, die du mit deinem Vater hast, wo irgendwas an dir nagt. Vielleicht hat die Beziehung zu deinem Vater, Männlichkeit, die Beziehung zur Männlichkeit, hat so an deinem Selbstwert genagt, dass du es nicht mehr für möglich hältst, dass du dies hier erreichen kannst. Egal, ob dein Vater noch lebt oder nicht lebt, das spielt keine Rolle, weil wenn er hier ein Muster in dir erzeugt hat, dann trägst du das auch weiter, auch wenn dein Vater zum Beispiel nicht mehr lebt. Also hier ganz, ganz spannend. Wir sehen hier eine Prägung, die irgendwie mit einer Männlichkeit zu tun hat. Kommen wir mal hier hin. Hier haben wir noch was, was im Verborgenen liegt. Das kann aber auch Wissen sein. Ne? Es kann auch die Anerkennung und Wertschätzung sein, die du dir selber gegenüber gibst, wo ein Erwachen für dich kommt, wo du in die innere Transformation gehst. Und es kann sein, dass hier Informationen und Fakten noch dazukommen, dass du irgendwas lernst, ne, über diese Geschichte hier, dass dir was bewusst wird. Es kann auch sein, dass du hier eventuell, dass hier überraschend eine Veränderung kommst und du etwas dazu lernst, etwas studierst. Vielleicht willst du noch mal einen Kurs machen und vielleicht überlegst du diesen Kurs zu machen, aber bist hier noch ein bisschen unsicher, vielleicht entweder von was eine Beziehung angeht, also vielleicht hast du gerade eine Beziehung mit einem Mann hier oder ne, kann auch eben eine Frau sein, wo du das Gefühl hast, die hindert dich daran, die blockiert dich, oder wenn es eben mit deinem Vater was zu tun hat, das könnte eben auch sein, wenn du überlegst, da sind so Glaubenssätze, die dir vielleicht sagen, oh nee, aber ich bin nicht gut genug dafür, ich schaffe das nicht. Oder. Und du überlegst aber, diesen Kurs zu machen, habe ich das Gefühl, mach ihn einfach. Das wird eine positive Veränderung bringen. Manchmal muss man einfach den Sprung wagen und überraschen, halt hier rausspringen aus der Situation und sagen, hey, weißt du was? Ich mach's jetzt einfach, ich probiere das jetzt einfach mal. Also es kann hier wirklich um eine Ausbildung gehen. Oder um eben eine Transformation, die auch eben kommt, weil vielleicht die Dinge bewusst werden, was vorher dir verschlossen war. Ja, gehen wir mal in die nächste Reihe, da gucken wir mal rein. Gibt es denn hier eine Lernaufgabe, ne? Weil das ist ja auch mal spannend. Gibt diese Situation hier eine Lernaufgabe für dich? Guck mal, wen wir da haben. Da haben wir schon die nächste Hauptperson. Das kann jetzt natürlich du sein, oder das kannst du sein, ne? Und hier haben wir eine Entscheidung liegen. Die Lernaufgabe kann in diesem Fall sein, eine Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen. Machen wir die beiden auch mal. Guck mal, da haben wir schon die Lösung tatsächlich, ne? Eine Entscheidung zu treffen, die hier Stabilität bringt. Und beides ist auch für Sicherheit. Also triff eine Entscheidung, triff mit. Auf jeden Fall mit Sicherheit triffst du hier eine Entscheidung, die dir vielleicht mehr Stabilität auch wieder gibt. Weil in dem Moment, wo du etwas tust, wonach dein Herz dich sehnt, wo du deinem größten Potenzial entgegengehst, wirst du mehr Stabilität in dir selber kriegen. Weil, wie gesagt, dein höchstes Potenzial ist auch gleichzeitig mit deinem Seelenweg. Und hier gibt es irgendwas, da bin ich mir sicher. Hier gibt es irgendwas, aber da musst du eine Entscheidung treffen. Und das ist hier eine Lernaufgabe, dass du hier eine Entscheidung triffst. Es könnte theoretisch sein, eine Entscheidung treffen, Sicherheit lösen. Vielleicht ist hier auch eine Situation, wo du so in einer sicheren Umgebung bist, dass du sagst, ich habe Angst, mich aus dieser Situation zu lösen. Vielleicht haben wir hier eben eine Partnerschaft, die mehr Energie zieht, als dass sie gibt. Vielleicht hast du hier eben das Gefühl, ich habe Angst, mich aus einer sicheren Situation, ob Arbeitsumfeld, ob Beziehung, es könnte ja auch eine Chefbeziehung sein. Wir haben ja kein Herz hier, ne? Also es kann auch sein, hey, da ist eine Beziehung mit einem Chef und das nagt permanent an dir und hält dich von deiner vollen Größe, von einem deiner Wünsche ab, die du in der Vergangenheit hattest. Es kann hier tatsächlich darum gehen, eine Sicherheit zu lösen, damit du quasi frei bist, da deinen Weg zu gehen. Und damit du nicht permanent in einem Umfeld bist, was dir Energie und Kraft zieht. Und das kann die Lernaufgabe sein. Vertraue dir selber, vertraue deinem Traum. Du hättest den Traum nicht, wenn du nicht in der Lage wärst, ihn auch zu verwirklichen. Und was du tun kannst,
Grundsätzlich Kreativität, Anerkennung, Wertschätzung. Es kann auch irgendwas im Schönheitsbereich hier sein. Veränderung, Wissen, Informationen, Fakten, irgendwas lernen, irgendwas dazulernen. Und jetzt schauen wir mal, was die Engel für Botschaften haben. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, die habe ich schon gesehen. Als erstes kam raus die Vollendung. Hier geht es also auch darum, etwas zu vollenden, ein Kapitel abzuschließen. Und guck mal, wer mit rausgekommen ist. Erzengel Michael. Vollendung und der Michael. Der Erzengel Michael ist der Engel der Reinigung. Also ich nehme ihn immer auch, um zu reinigen, um energetische Verbindungen und Schnüre zu durchtrennen. Ich sage ganz oft, Erzengel Michael, ich danke dir, dass du diesen Raum und mein Energiefeld von allen niedrig schwingenden und negativen Energien befreist und den Raum und mein Energiefeld mit weiß-goldenem Licht des Schutzes und der bedingungslosen Liebe füllst. Du kannst auch noch zusätzlich, wenn du merkst, hey, ich möchte noch mehr Power, dann kannst du sagen, hey, Erzengel Michael, danke, dass du deinen blauen Mantel um mich legst, des Schutzes, auch da nochmal. Und hier geht es darum, um irgendetwas zum Abschluss zu bringen, zu vollenden. Und die Karte des Abschlusses, die möchte ich gerne noch einmal vorlesen. So, Moment. VW, VW, wo haben wir da? Haben wir noch W? Vollendung. Nutze deine kreativen Gaben. Guck mal, das war jetzt überraschend. Ja, Kreativität. Nutze deine kreativen Gaben. Vollende deine Vorhaben, deine Projekte und sende sie in die Welt. Der Schutz und die Güte des Engels der Vollendung berühren heute dein Herz. Ich komme zur Unterstützung, ich gebe dir Geduld und Ausdauer, damit du deine Herzensprojekte, deinen künstlerischen Ausdruck in Form und Vollendung bringen kannst. Zweifle nicht an deinem Können, lasse dich nicht von deinem niederen Selbst einnehmen, das dich zum Aufhören oder gar Aufgeben bringen möchte. Es ist am Ende oft schwer, das letzte Wort, den letzten Pinselstrich zu setzen und das vollendete Werk loszulassen. Aber nur dann kannst du erkennen, was du erschaffen hast und wozu du fähig bist. Lobe dich, freue dich, wachse über dich hinaus. Das Lichtwesen steht ganz dicht bei dir, um dich dabei zu unterstützen, keine Ausreden mehr anzubringen und kein Einwirken von außen wichtiger zu nehmen als deine eigene Schaffenskraft. Öffne dich diesem Lichtwesen, empfange seine Energie und lasse sie in jede Zelle deines Selbst, deines Seins fließen. Bitte dein höheres Selbst, dir zu helfen und vollende deine Schöpfung. Ja, und mit der Vollendung kann es natürlich, ich finde, es ist ganz toll, tatsächlich in Bezug auf dein höchstes Potenzial. Es kann natürlich auch darum gehen, eine Partnerschaft, eine Beziehung, eine Freundschaft zu beenden oder wirklich ein kreatives Projekt und zu sagen, hey, komm, bring das zur Vollendung, ne? Da ist etwas, was du, ja, was du eigentlich immer machen wolltest, wo du eigentlich an dir gezweifelt hast. Und jetzt ist es wirklich an der Zeit, da die Entscheidung auch zu treffen. So, ihr Lieben, ich hoffe, das hat mit euch resoniert, hat vielleicht ein bisschen weitergeholfen in eurer Situation. Und ja, ich werde jetzt heute den Tag noch mal ein bisschen ruhiger gestalten. Ich werde gleich rausgehen in die Abbey, auch wenn es hier recht kühl ist und recht regnerisch und grau. Aber ja, ihr hört es ja heute auch an meinem Sein. Ich bin etwas Typ und muss erst mal ein bisschen wieder hier zu Kräften und Energie kommen und zusätzlich ist es halt für mich heute auch ein ganz besonderer Tag mit meinem dritten Jubiläumstag hier in Avalon. Insofern sage ich jetzt erstmal Tschüss, ihr Lieben, sehr wahrscheinlich bis morgen und habt noch einen schönen Tag.